Hey, grüßt euch. Heute gibt's wieder ein neues Video über die Haarpigmentierung. Viele schreiben mich an und sagen, ja, die Haarpigmentierung sieht super aus, aber wie pflege ich das Ganze? Nassrasur oder mit Maschine? Diesbezüglich wollte ich für euch ein Video machen. Und zwar, keine Nassrasur. Auf jeden Fall keine Nassrasur, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr euer Bart rasiert und dann benutzt ihr ein Aftershave, dann brennt es ja das Ganze, ne? Dann fühlt ihr so ein Brennen. Das kommt daher, weil Mikrowunden entstehen. Und wenn es auf der Kopfhaut auch das Gleiche ist und ihr eine Nassrasur macht, dann erneuert sich die Haut. Was passiert? Die untere Hautschicht schiebt sich nach oben und schiebt die Pigmente weg. Für also ein längeres Ergebnis und ein besseres Ergebnis ist auf jeden Fall diese Maschine empfehlenswert. Das ist ein dreiköpfiger Rasierer, das schont die Kopfhaut und das Ganze sieht gleichmäßig aus. Deshalb stehe ich vor der Kamera und zeige euch, wie man am besten die Kopfhaut rasieren kann. Los geht's! Ganz einfach hin und her kreisen über die Haare. Der ein oder andere denkt sich vielleicht jetzt, was macht der denn da? Die ganzen Haare fallen doch auf sein Hemd. Aber das ist nicht der Fall, weil die Haare bleiben in der Maschine. Eine lustige Anekdote dazu, immer wenn ich zur Arbeit fahre, rasiere ich unterwegs meinen Kopf, weil die Haare bleiben eh in der Maschine. Ne? Und wenn ich, wie gesagt, am Auto fahren bin und das rasiere, da gucken mich immer die Leute von der Seite an und lachen drüber. Aber wie gesagt, spart mir Zeit und die 5 bis 7 Minuten Arbeitsweg kann ich auch meinen Kopf rasieren. Ja, wir sind gleich auch durch. Auch mal jetzt oben drüber die Haare. Da sind ja keine Haare, aber ich fühle mich danach besser. Was soll ich machen? So, damit wären wir jetzt auch durch. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Also, wie gesagt, kein Gillette nutzen, keine Nassrasur, sondern diese Maschine nutzen. Es gibt auch günstigere Varianten, die fangen schon ab 50 Euro an. Das ist jetzt meine Maschine, die kostet 150 Euro. Ich glaube, für eine einmalige Investition lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, ihr wisst schon, abonnieren, Glocke aktivieren und ansonsten wünsche ich euch alles Gute bis dahin. Ciao. Do 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 do